Hallo? Mein Schür ganz schlecht. Ah, jetzt geht's besser. Hallo? Hören Sie mich Ja, gut? jetzt kann ich dich hören, ja. Alhamdulillah. Ja, du wolltest die Shahada sagen, richtig? Genau. Perfekt, Ich muss super. hier also bezeugen, dass ich werde Nikah Ja, ehelichen. genau, ja. Ich sag, was hast du gesagt? Ich habe dich jetzt gerade, wusste ich gar nicht verstanden. Mit mir als Zeugen? Ach so, Ehre, dass okay, danke, Sie da danke, sind. Ja. danke, super. Okay, soll ich das nochmal vorsagen oder willst du das alleine versuchen? Ich kann es alleine sagen. Allahu Akbar, okay. Okay, dann sag das jetzt nochmal alleine, inshallah. Eschhedu Rasulullah. Allahu Akbar, mashallah, tabarakallah, super. Perfekt. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Da werden sich bestimmt doch jetzt alle Zeugen hier drüber freuen. Guck mal, ich schicke dir gleich auch noch einen Link. Da bekommst du inshallah was, schreib die einfach an, dann bekommst du auch von uns etwas Schriftliches zugesandt. Also eine Ja. Be Bestätigung, dass du den Islam angenommen hast, ja. Und ja, bei dir war das ein langer Weg gewesen zum Islam oder? Was hat dich im Endeffekt überzeugt? Was hat dich dazu gebracht, dich damit zu beschäftigen? Es war ein sehr langer Weg. Ich war sicherlich so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre, weiß ich gar nicht. Ich habe mich sehr viel informiert. Bei mir war es so, dass auf der Arbeit habe ich Mitarbeitende gehabt, die haben gebetet und so. Und ich habe immer so mich dafür dann langsam interessiert. Ich habe mich gefragt, warum, wie, wo, was. Und bei mir war es immer so, meine Familie ist leider sehr gegen den Islam, sehr stark. Ja. Vor allem mein Papa, er verflucht diese Religion fast und das war für mich immer ganz schlimm. Ja. Und ich habe meine Mama ganz früh verloren, meine Großeltern, die haben sich alle drei so das Leben genommen und irgendwie habe ich dann begonnen, den Koran zu lesen und ich habe wie ganz viele Antworten gefunden und auf einmal habe ich so wirklich was gespürt, weil ich habe, früher habe ich gelesen und ich habe gedacht, ja, macht Sinn, aber als es so für mich persönlich dann klar war, habe ich wirklich Antworten gefunden und ich habe richtig gespürt, jetzt ist der Tag und jetzt, ich habe die Schahada dann auch für mich so allein Ja, gesprochen. ja. Alhamdulillah, dass ich das durfte, aber ich wollte nie noch eine Ja, Zeugin haben, klar, dass ich natürlich. ganz viele Brüder und Schwestern Ja, höre. Alhamdulillah, super. Also man kann sagen, bei dir, also durch Mitarbeiter hast du dich mehr interessiert und dann durch den Koran bist du sozusagen überzeugt worden. Ne? Genau. Und hast du dir auch noch Videos oder so angeguckt vorher, bevor du Islam angenommen hast? Du hast ja gerade gesagt, dass du die Shahada schon wahrscheinlich mit dem Video, was ich da gemacht habe, gehe ich mal von aus, weil ich Genau, habe. ja. Ich habe ganz viele Videos angeschaut. Ich bin aber auch jetzt schon ganz viele Suren und so kann ich schon. Und ich bin Allahu jeden Akbar. Tag am Lernen. Ich habe so ein Büchlein, ich Mashallah. zeichne jeden Tag. Ich bin Super, am Lernen, die super, super. Aussprache. Ich habe auch wie so eine islamische zweite Ja. Mama kennengelernt. Mashallah, super, super. Und sie lernt jeden Tag mit mir die Perfekt, Aussprache perfekt. und beten und so. Ja, Ja, ich finde das so schön. ich konnte auch, als ich den Islam angenommen habe, konnte ich schon drei Suren auswendig. Also die Ja. Fatiha, Wal Asr und Kul Huwallahu Ahad. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 25. 25, Mashallah, Ja. super. Ich war 22, als ich Islam angenommen habe, Alhamdulillah. Ja, super, auf jeden Fall super. Freude, wie gesagt, ich schicke dir. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich natürlich auch immer gerne hier kontaktieren. Du heißt auch Vogel mit Nachnamen, richtig? Genau, ja. Cool, hammerhart, ey. Ja, super. Vielleicht sind wir Ja. ja über 30 Ecken oder so verwandt, kann ja sein. Aber ich Genau. weiß nichts davon. Ja, super. Perfekt. Hat mich riesig gefreut. Und wie gesagt, falls du irgendwelche Fragen oder so hast, kannst du die auch gerne hier versuchen zu stellen, wenn ich dann Zeit habe. Leider ist es manchmal so, dass man ein bisschen wenig Zeit hat und so weggeknallt wird mit Fragen und so weiter, Ja, die klar, Leute ja. stellen. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, inshallah. Okay? Das ist gut. Senden Sie mir die Bestätigung dann per E-Mail oder wie geht das? Schreib die einfach an. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich glaube, die schicken das sogar per Okay. Post zu. Ich weiß, obwohl Okay. mit per Post macht ja heute keiner mehr. Die werden dir das auf jeden Fall alles erklären, okay? Okay, du schickst mir den Link nachher. Genau. Okay, alles klar. Perfekt. Ich wünsche dir was, ne? Bis dann. Vielen Dank. Assalamu Tschüss. alaikum. Ciao. Aleikum salam.